10 Dinge, die man nicht tun sollte, wenn ein Freund bei dir ist. Meine Freundin hat mich verlassen. Oh, das tut mir leid. Meinst du diese gut aussehende? Diese richtig gut aussehende? Ja, ja. Also, die ist jetzt Single. Die wohnt immer noch da drüben, direkt ein Haus weiter. Als ja, voll Haus. Achso, okay, also... tut mir richtig leid, aber ich muss ganz kurz meinen Hund rausbringen, ne? Tschüss. Was? Ganz kurz, komm dann schon wieder. Aber der Hund ist doch da. Meine Cousine ist gestern gestorben. Ah, das ist traurig. Also steht ihre Wohnung jetzt frei? Ja, ganz frei. Ah, ja. Wie wär's denn mit einer kleinen Party? Was, ist das ernst? Nein, ich meine eine Trauerfeier mit ganz vielen Leuten, Chips, Popcorn, Musik und... Also, ja. Nein! Lukas, darf ich mir einen Keks nehmen? Klappen! Oh, danke. Bitteschön. Boah, der sieht aber lecker aus. Darf ich einfach? Klappen! Okay. Finger weg, findest du? Der hat 69 Cent gekostet. Ja, das Doppelte von meinem Taschengeld. Das letzte Mal bezahlst du mir alles. Bist du Ach verrückt, ja, und außerdem, oder? Du schuldest mir noch 8 Cent. Wenn ich das nächste Mal wieder dich wiederbekomme, kriegst du einen Schlag in die Frische. Hi, mein allerbester Freund für alle Zeit. Ich weiß, wir sind die einzigen beste Freunde, die bloßgeleitet. Ja, warte kurz, musst du. Ja, okay, ich warte. Hallo David? Ja, hallo, einziger bester Freund. Was? Jo. Ja klar, Party morgen. Ja, das wird richtig Bomben mit anderen 4000. Das wird richtig geil. Was? Ja, okay, dann nehme ich das auf. Tschüss, allerbester Freund für alle Zeit. Tschüss. Und wer war das? Das war meine Mutter. Ja, okay, aber deine Mutter ist David? Ja, also mit Vornamen heißt die David. Okay, und deine Mutter ist also dein allerbester Freund? Ja, ich weiß ja. Das Mutters bester Freund ist ja immer noch der Sohn. Kennst du das Sprichwort, oder? Hi, kann ich kurz das Programm wechseln, weil meine Lieblingsserie läuft gerade, ja? Ja, na klar, der Kunde ist König, du darfst machen, was du willst. Oh, danke schön. Nein, ja. Bist du bescheuert, Alter? Wieso denn? Du musst ja mit die Sachen arbeiten, Mann. Du musst ja meinen Hund rausbringen, damit du da was machen kannst. Du musst dich mal bewegen. Wieso? Das ist doch dein Hund. Du hast doch gerade gesagt, dass ich darf. Wer hat denn davon gesprochen? Ich hab gesagt, bevor du den Kanal wechselst, musst du erstmal meinen Hund rausbringen. Das ist doch voll logisch, Alter. Aber. Komm, lass uns eine Runde Zelebriert an. Ja, okay, komm. Also, Team Deathmatch, komm, starten und jetzt los. Bam, gewonnen, Alter. Ach, na, ist ja nur ein Spiel. Ja, ich weiß, komm. Muss nicht was machen wir noch eine neue Runde. Ja, noch eine Runde. Bam, gewonnen, abgezogen. Loser, verreckt. Ich bin Gewinner und du bist auch ein schlechter Verlierer. Opfer. Hi Lukas, weißt du, ich hab grad eine Idee. Was? Welchen denn? Wir könnten mal so einen Horrorfilm gucken, weißt du, was Atmosphäre. Nee, das ist nicht so. Ich hab etwas Angst vor Horrorfilmen zwischen. Ah, okay, ich verstehe. Du kannst euch Kanal wechseln. Oh, danke schön. Mach mal was Gutes vielleicht oder so. SpongeBob, komm! Ich habe mich nur über einen Kanal geirrt, sorry. Okay. Boah, Lukas, Alter! Mir ist so eine richtig geile Idee eingefallen. Bang, yes, bitch! Was ist das denn? Wir können so einen richtig geilen Gangster-Rap machen. Oh, Bang, yeah! Wieso sieht du Bushido? Ja, geil! Hast du eine Idee oder sowas? Ja, so ein Song, um Mädels aufzureichen. Ja, geil! Gib mir den Beat, Alter! Ein schwarzer Junge, das ist, was wir immer gewünscht haben. Und er ist sogar ein Ninja! Nein! Alessandro, du wirst es nicht glauben, wir haben ein ganzes Video hingekriegt! Boah, toll, Lukas!
Oh, warte. Ich hab da was vergessen. Wir haben die Tür Nummer 10 vergessen. Egal, juckt uns nicht.